Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei das 19. Blockade in Düren, wir sind gerade in Mainz. Ja, der LKW geht jetzt zurück zum Händler. Ich gebe ihm jetzt wieder ab, ich verkaufe ihn den. Und dann kaufe ich mir einen neuen Standard-Anhänger, Standard-LKW und den Phoenix. Weil der ist besser, wenn die Mod oben klar kommt. Den 2%, 10%. Der macht sich beim Ziehen eines Anhängers mit Gewicht vollgeladen ist, ganz schlechtes Fahrzeug. Also lässt sich im Grunde nicht lenken. Da kannst du die rotieren mit der Lenkrad, wie du willst. Der hängt vorne in der Luft. Und ich muss ihn mal erstmal hier versuchen zu verkaufen. Das geht nicht. Nächsten. Weil er muss irgendwo hier einen Punkt haben, das ist ja nicht markiert, wo man den hinstellen kann, ne? Also ich vermute mal hier vor der Werkstatt. Vermuten heißt ich wissen, aber ich teste mal, ne? Ja, ja. Gut, wir werden verkaufen. Das mache ich deswegen hier, weil ich habe noch einen LKW von derselben Sorte und da ist es hier schönes. Ach, die Baumschule. Aber brauchen wir immer nicht. Wir haben ja, glaube ich, hier eine. Das wollte ich jetzt mal. Achso, LKW kaufen. So, diesen wollte ich kaufen. Ich habe jetzt zwar noch andere. Könnte man den probieren. Der macht 90 km/h. Aber ob der funktioniert, ist mein Risiko. Das ist weit fahren. Jetzt im Testen ist ein bisschen blöd. Bin ganz gerne bereit zu testen, aber im Aufnahme ist es ungünstig, wenn man das zu oft macht und dann es nicht klappt, ist es ungünstig. Nehmen wir den, nehmen wir wieder Farbblau und Felgen haben wir auch mal blau, hatten wir lange nicht. GPS brauchen wir nicht, mehr Funktion hat er nicht. Das ist aber okay, die Reifen. Aber Zugmodul können wir auf jeden Fall nehmen, da können wir auch mal zur Not mal mit anderen Anhängern fahren und rangieren, ne? Zur Not. Kaufen wir den mal. Kostet ja nicht so viel. Aber eine gute. Der steht drüben auf der anderen Seite. Da können wir leicht unseren Dieseltank holen und dann hoffen, dass es damit funktioniert, ne? Na, Förderband wollen wir nicht drauf fahren. LKW nehmen, ne? Wie gesagt, hier unten die Werte, wenn das ein Gewicht drauf ist, dann ist der anderen entsprechend ganz schlecht zu lenken. Das geht gar nicht. Ja. So. Wieso das so eingestellt ist, weiß ich auch nicht, aber ist halt so, ne? Ja, wenn halt 40.000 Liter so ein Anhänger drin sind, dann ist das ganz viel Gewicht auf die Kupplung, kann man sagen, ne? Und dann ist es mehr zu merken, ne? Der ist ein bisschen langsamer als der andere, aber gut, wir werden es überleben, ne? Aber so ist es noch schnell genug. Die Spiegel sind nicht optimal, ja, jetzt geht's. Geht's auch, einigermaßen geht auch. Könnte ein bisschen mehr nach links. Ich habe zwar einen Mod zum Spiegel einstellen, aber ich habe es ehrlich gesagt nie gemacht. Also dann war es doch so bequem zu. Gut, Aufnahme läuft, ja. Das ist mir ganz wichtig, dass man nicht ja, redet und dann keine Aufnahme läuft. Ja. Das ist mir auch schon passiert. Aber nicht tragisch, wenn man es merkt zur rechten Zeit. Spätestens dann, wenn man die Aufnahme stoppen will. Oh, shit. Und das kann man halt nicht. Ja. Was ist da passiert, kann man sagen. Ne? Das ist vielleicht mal nachvollziehen. Ich könnte so sagen, okay, ich verkaufe wieder für ein Menü. Verkauft er neu. Aber wenn du mal verkauft hast, einen anderen LKW, dann musst du wieder extra kaufen. Dann passt auch den Geldstand nicht. Dann ist das ein bisschen schwierig. Kann viel passieren in einer 20-Minuten-Folge.
Aber wäre auch nicht so tragisch, wenn die Folge nicht 100% dann wäre. Ja, Ernte geht noch nicht. Ich habe ja dummerweise auf 9 Tage eingestellt im Zielsmenü. Deswegen fahren wir auch mit 5 weiter in Geschwindigkeit. So. Nehmen wir an, wir brauchen noch mindestens 2 Tage bis zur Ernte, Weizen. Und ich bin bei und bereite an sich die Ernte vor. Das heißt, die ganze Flotte wird jetzt repariert. Könnt ihr auch waschen dann gleich nebenbei. Und ich tanke die halt vor. Deswegen fahre ich jetzt hoch und kaufe noch Diesel ein. Um die Hochverteiler Hof 1 voll machen zu können. Wo der genau ist, mal gucken. Aber es ist ganz praktisch, wenn der entsprechend voll ist. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ob das jetzt funktioniert, ne? Der andere wollte ja nicht lenken. Der wollte ja absolut nicht. Ja, die Firma kann ich nicht. Ist vielleicht Fantasienamen. Ich drehe jetzt wieder alle so Rechte dabei. Obwohl wir eigentlich froh sein sollten, wenn einer jemand das sowas zeigt, ne? Aber das ist doch praktisch kostenlose Werbung. Ja, da geht auch ein Lecken gerade so. Aber er funktioniert, immerhin das. Ne? So, jetzt haben wir Diesel. Das heißt, ich brauche jetzt einen Spezialführerschein. Aber hier bin ich alleine, ich darf alles fahren. Das wäre ja einfach, der Spiegel könnte ein bisschen höher sein, wenn man so guckt, rechts, das ist, oder ich bin zu tief. Ups. Also nicht um. Und rechts ist genauso, da sehe ich nur, den Tank mehr oder weniger. Ja. Gut, ist nichts perfekt, ne? Das sind Kleinigkeiten, die man nur einstellen müsste beim Programmieren. Ne? So, wahrscheinlich haben die auch Standardwerte für alle LKWs und dann ist für eines gut und für den anderen schlecht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber hier ist der Schwerpunkt eher Landwirtschaft als LKWs. Ne? Klar, bei Eurotax-Simulator, den ich lange nicht mehr gespielt habe, fehlt vielleicht die Zeit. Ist auch ehrlich gesagt langweilig auf die Tour zu fahren, ne? Also lange Touren, ne? Autobahnen und so. Entschuldigung. Oder für die Kehle. Ja, Folge Nummer 4 heute. Heute ist Dienstag. Morgen eine Thüringen-Karte aufnehmen. Ich quatsch heute die Türen gerade und morgen die Mar. So als grobe Zielrechnung, um am Donnerstag dann zu bearbeiten. Ne? Also dann wird echt mehrere Stunden dafür notwendig, um das zu bearbeiten. Also. Aber gut, das ist. Ich mach's gerne. Ich mach's Spaß. Wenn es keinen Spaß machen würde, dann würde ich es nicht machen. Das wäre Quatsch. Na, da wird man nicht vorbeifahren, ne? Oh, ja. Ich werde müde, ich gar nicht. Mittag schlafen, 12. Ja, Mittag kochen wollen wir heute noch. Ich habe das Frühstück verzichtet. Ich habe ja ein bisschen mehr geschlafen. Ich habe kein Frühstück. Weil dann wird er zu viel. Und vollen Magen macht mich träge. Das ist besser, man macht das ja, normal gefüllten, mit Cappuccino gefüllten Magen, kann man sagen.
Suchen wir mal die Tankstelle jetzt hier im Hof. Der Mischfutterfabrik macht also Tor zu. Die müssen wir mal aufkaufen normalerweise. Ich glaube, links haben wir die Tankstelle. Ja. Dann müsst ihr mal schauen, wo wir das voll machen können. Eigentlich da am Rohr. Nochmal ein Menü an, F1, da irgendwas kommt. Dann noch was dafür. Dann haben wir zurück. Weil der hat ja hinten dieses, die Öffnung hinten im Teil. Ich glaube, da könnte man sogar den Schlauch nehmen. Na hier, zack, da. Könnte man rein theoretisch im Schlauch arbeiten. Aber so genau will ich es auch nicht machen. Ob es für Diesel auch gehen würde, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, bei der BGH wird es glaube ich gehen. So, hier brauchen wir hier noch einen Kercher. Ja? Anders der Hänger umsonst. Ja gut, das kann man gar nicht wissen. So, Kercher. Diverses. Immer so hin. Ist zwar hier am Strom, aber was soll's. Würde ich nicht empfehlen, da mit Wasser zu arbeiten, ne? Aber reparieren wir noch trotzdem. Aber das ist ganz praktisch, dann können wir das mal putzen. Das war ja richtig vermisslich. Ich hatte ja im letzten Jahr einen Umzug gemacht und da nicht mal geschafft alles zu reinigen, weil das sehr sehr kurzfristig kam. Wie das so ist, wenn man drauf es braucht, dann kommt es nicht, und wenn man nicht braucht, dann kommt es nicht, aber ich kann es mir ja nicht aussuchen, weil Karten müssen ja auch fertig sein, ne? Wird ja auch nichts. So. Das ist nicht drin im Artikel. Fahren wir bitte mal ran. Und leicht nach rechts, dass das Schneidwerk auch mit drin ist. So. Dann müsste ich schauen, wie ich am besten rumkomme. Da ist vorne das LKW jetzt. Test wir probieren, ne? Mit Säge. Seht ihr schon. Wir haben keine Freude an. Gut, beim nächsten Mal fahren wir mit einem anderen lang. In dem Fall machen wir jetzt mal einen starken Bauer. Denn wir würden hier nie rauskommen. So. Mit dem anders fahren. Ich packe mal hier so ganz kurz. Das ist auch notwendig, ne? Tank war ja schon leer. Und das habe ich auf den Diesel geholt. Ich glaube, der LKW ist. Fertig. Ups, ist fertig. Dann fahren wir gleich mal hier rüber. Den kommen wir rum, wenn kein Hänger stehen würde. Ok,
gerade so gepasst. Keiner gesehen. So. Den stellen wir hier erstmal, da kommen wir nicht mehr, da kommen die Fahrzeuge hin. Hier rechts haben wir Platz. So. Ja, welchen Felder wollen wir anfangen? Das ist eine gute Frage, ne? 10 wäre ganz gut. Das ist unser Eigentum. Mais. Mais. Dann haben wir hier noch Getreide, da Getreide, da Getreide. Ja, dann war es auch schon, ne? 1, 2. Da nicht, da. Samsonblumen. 12 haben wir Sonnenblumen. Dann haben wir nur 3 Felder mit Getreide. Wenn ich mich nicht gerade jetzt verzählt habe, das kann natürlich auch sein. Das macht nichts, dann fangen wir bei der 10 an. Bei 10 können wir mit 2 Maschinen arbeiten und 37 mit 1, da reicht einer aus. Das genügt, dann fahren wir den zu 10. Aber das machen wir in der nächsten Folge. So, Zuschauer, das soll es auch schon kurz vor heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Vorbereitung für die Ernte. Tschüss und beglücke. Bis zum nächsten Mal. Und dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.